Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video. Und heute spielen wir nochmal eine kleine Folge Minecraft World. Wir spielen eine kleine Folge Minecraft World. Alles klar, ich habe irgendein komisches Setup-Pack drin. Das packe ich natürlich wieder raus, weil sonst sieht das ziemlich doof aus. So, da sind wir wieder ohne Texture-Pack, weil mit sieht es irgendwie doof aus. Was ich letzte Folge gesagt habe, ist, dass wir. Oh, ach du Scheiße, wie viel Eisen. Dass wir auf neue Höhlenjagd gehen. Werden wir auch tun, aber ich mache mir jetzt erstmal gerade Full Iron, weil das ist gut. Krass, wie viel Eisen wir gerade haben. Dann mache ich mir auf jeden Fall noch eine Eisenpickel. So. Ja, Leute, ihr hattet euch Minecraft World gewünscht. Und hier ist Minecraft World. Ich finde, das Projekt macht bisher ziemlich viel Bock. Ihr feiert das ja auch relativ. Und ja, das freut mich natürlich sehr. So, okay. Alles klar. Das braten wir noch kurz. So, zwei lege ich noch dazu. Habe ich noch Fackeln hier drin? Nope. Habe ich noch selber. Da 21 habe ich noch. Ich mache mir nochmal. Acht mache ich mir noch dazu. Ja, passt. Und wir gehen direkt wieder auf weitere Höhlungserkundungstour. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier lang, weil bis dato sind wir hier noch nicht lang gegangen. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Hallo Kühe. Es geht ab. Alter. Yo. Was ist das denn? LOL, das habe ich ja noch nie gesehen. Wie geil oh, sieht das denn aus hier? Alles klar, jetzt kurzer Ruckler. Ist zwar keine Höhle, aber wie doch, es ist eine Höhle. Oh mein Gott. Wie geil. Was eine geile Höhle, Leute. Das habe ich ja noch nie gesehen. So was Geiles. Ja, Leute, wir haben unsere neue Höhle gefunden, würde ich sagen. Läuft doch. Läuft doch, Jungs. Es läuft. Okay, hier haben wir nichts. Gehen wir hier runter. Krass, noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Als ob mir diese Höhle noch nie aufgefallen ist. Noch mehr Eisen. Hier geht es ja noch weiter. Okay, ist Schluss. Okay, hier unten ist nichts mehr. Krass, Leute. Richtig heftig. Muss ich sagen. Das finde ich jetzt geil. Das ist ja mal richtig geil. Wir haben einfach so eine geile Höhle gefunden. Ist ja richtig episch. Ich hätte nicht gedacht, dass wir direkt auf Anhieb eine finden, aber von mir aus können wir gern so lassen. So, hier waren wir noch nicht. Ach doch, hier waren wir schon. Genau. So. Es gibt doch bestimmt in der anderen Höhle, wo wir noch waren, bestimmt noch Gänge, die wir noch nicht erkundet haben, aber ich denke, wir haben da zum größten Teil die Minen erkundet. Da unten geht es noch lang. Ja, hier lang, meinte ich. Pilze, alles klar. Okay. Kommen wir da raus? Alles klar. Finde ich cool. Hier können wir theoretisch auch noch was reinbauen in diesen riesen Eingang von der Höhle. Okay, hier ist die Höhle auf jeden Fall schon mal vorbei. Ja, nice, Leute. Richtig geil. Haben wir jetzt zwar nichts da Tolles da drin gefunden, aber trotzdem, ich finde, das sieht geil aus. Werde ich auch bestimmt noch irgendwas reinbauen. Okay, dann suchen wir mal weiter nach einer richtigen Höhle. Und es kann sein, dass wir eine gefunden haben, oder es ist einfach nur so ein dummer Schacht. Okay, sieht auch sehr merkwürdig aus hier. Okay, es ist nur ein dummer Schacht. Ja, Höhlen können täuschen, Leute. Höhlen können täuschen. Und enttäuschen. So, wir sind wieder draußen. Jawohl. So, hier geht's auch runter. Noch eine Schlucht! Jawohl! Jawohl! So muss das. Ja, Abfahrt! Platsch! Ab geht's, Jungs! Ab geht's! Geil! Einfach noch eine Schlucht! Das ist doch ultra!
geil. Als ob's an diesem Ort, wo ich mein Haus gebaut habe, so geile Sachen gibt. Lol. Oh, ein Tintenfisch. Hallo. Tot. Okay, ist nichts. Oh, doch, da oben. Da sehe ich doch was. Noch 16 Fackeln. Sollte ich echt sparsam umgehen. So weiter? Ne, leider nicht. Okay, Leute, da geht's leider nicht weiter. Da oben geht's weiter. Was ist denn das für ein Hin und Her hier? Geht's da weiter? Ne. Alles klar, Leute. Also, wir haben jetzt zwei Höhlen gefunden, wo nichts des Guten drin war. Klar, Eisen. Aber momentan mangelt es uns echt nicht an Eisen. Deswegen lasse ich Eisen jetzt auch erstmal in Ruhe. Ich bin auf Diamantenjagd. Mist, ey. Mist, 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 Mist. So. Und wir sind wieder hier. Jetzt muss ich nur wissen, wie ich wieder rauskomme. Hm. Ach, da oben. Ich habe nicht mehr genug Blöcke. Oh nein! Ich habe einfach nicht mehr genug Blöcke. Oh oh, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ich muss aber darauf gucken, weil das irgendwie heller ist als hier bei meinem Minecraft. Ich habe nur 12 Blöcke. Das ist nicht gut sein. Ne. Reicht nicht. Ich möchte den Rest bauen. Oh. Warte mal hier. Eine Höhle. Für den Artex. Jawoll. So muss das. Oh Gott im Himmel. Alles klar, das war's auch schon wieder. Wieder so ein Hin und Her, Leute. Der Gang hat auch enttäuscht. Wir müssen mal irgendwann Diamanten finden. Gibt's doch nicht. Okay, auch nichts. Ja, schade, ey. Schade, 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 schade. Ja, echt doof jetzt eigentlich. Ich würde eigentlich gerne noch mal in eine Höhle. Ja, dann gehen wir wieder raus und bauen an unserem... Oh Gott, jetzt sehe ich gar nichts mehr. An unserem Haus mal weiter. Da oben geht's raus. Tolle Verschönerung von Blöcken. So. Okay, wir tasten uns langsam nach oben. Wieder raus. Sehr gut. Das sehr gut sein. Würde Yoda jetzt sagen. Ja, den Kies machen wir gerade weg. Sehr gut. Okay. Das heißt, wir sind wieder draußen. Ja gut, war jetzt nicht so sehr einfach. Es ist Nacht. Wie ist es denn Nacht geworden? Hä? Wie ist es denn nachts einfach so jetzt gerade mal schnell geworden auf die Schnelle? Haben wir so lange da drin? Oh oh, wir sollten lieber schleunig zurück zu unserem Haus, ohne dabei getötet zu werden. Nur die Frage ist, wo ist unser Haus? Ah ja, gut, jetzt weiß ich, wo wir sind. Alles klar. Sehr gut, darf ich auf jeden Fall noch was reinbauen? Da bin ich mir relativ sicher. Ich nehme mal gerade eine Kuh mit. Sorry.
Sorry. So, ich hoffe mal nicht, dass da jetzt so ganz viele Monster sind. Ah, nee, ich habe ja auf. Was habe ich gestellt? Friedlich habe ich gestellt, genau. So, ich würde sagen, wir arbeiten bei Nacht weiter oder soll ich? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe ja noch mein, habe ich sogar nicht mehr. Ich habe gar kein Bett mehr. Und jedes Mal, wenn ich schlafen gegangen bin, ist ja Minecraft abgestürzt. Ich kann es nochmal versuchen. Wolle habe ich nicht. 3 Wolle braucht man, ne? Ich sehe es hier aber auch auf Anhieb keine Schafe. Dann machen wir noch einmal Time Set Day. Und dann baue ich mir gleich nochmal ein Bett, wenn ich ein paar Schafe finde. Damit ich das nicht immer machen muss. Hoffentlich schmiert es dann nicht wieder ab, so wie die letzten Male. Das wäre sehr, 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 sehr doof. So, wir haben jetzt erstmal genug Eisen. Das reicht mir. Ich brauche noch ein bisschen. Also, 1, 2, 3. Genau das. So. Dann mache ich mir mal gerade. Dafür brauche ich Holz. Habe ich hier noch Holz drin? Eine Eisenaxt. Was wollte ich sagen? Wundert euch nicht, warum der Hintergrund wieder anders ist. Ich habe mal wieder umgeräumt. Roomtour incoming, Leute. Roomtour mache ich noch dazu. Werdet ihr dann alles. Ja, wie gesagt, in der Roomtour sehen. Ich glaube, wir müssen mal gleich unsere Kiste erweitern. Alles klar. Also gehen wir wieder Holz farmen. Ich weiß, Leute, ist sehr langweilig, aber so ist halt Minecraft World. Werdet ihr bei Gronkh nicht anders erleben. Der musste auch sehr lange Erde, Holz, sonst noch was abbauen. Wir haben Glück, dass direkt ein Birkenwald neben uns ist, aber wir brauchen kein Birkenholz, wir brauchen Eichenholz. Das hier ist ein Birkenwald, da werden wir kein Eichenholz finden. Alles klar, Mini-Höhle. Kleiner Rückzugsort. So, aber ich glaube, ich weiß noch, wo der Eichenwald war. Da war der Eichenwald, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ja. Super, dann gehen wir mal gerade dahin. Ich glaube, den Weg dahin spule ich vor. Das ist, glaube ich, langweilig für euch. Also, Timelapse. So, und nach der Timelapse sind wir dann auch hier. Hier ist eigentlich voll schön da hinten so. So ein kleiner, flacher Fluss. Da könnte man auch so ein geiles. Kurzer Rückler. So ein kleines Seehaus hinbauen. Leute, was haltet ihr davon? Ich finde die Idee gut. Können wir ja in der nächsten Folge mal überlegen. Warum ist denn jetzt mein Handy am vibraten, ey? Mann. So. Farmen hier jetzt mal sehr viel Eichenholz, damit wir mal unser Haus. Fertig. Vielleicht kriegen wir es ja heute sogar noch fertig. Wie lange geht die Aufnahme? 13 Minuten. Okay. Ja, ich werde die dann wahrscheinlich wieder so auf 20 Minuten strecken. So. Wieder eine Mini-Höhle. Echt schön hier. Ja, gefällt mir das. Noch Zuckerrohr und ein Schaf. Können wir gleich beides mitnehmen. Also, das Leder von dem Schaf. Ach, die Wolle. Das ist mein Zuckerrohr. Und das bleibt alles so, wie es hier ist. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Weißt du was? Das Bad wird morgen nicht so gemacht. Das Bad mache ich so, wie ich will. Ob es dir nun passt oder nicht. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Oh! Ich dachte gerade. Ich mache mir noch Hoffnung hier. So, wie viel Eichenholz haben wir? 26, das ergibt 40, 64. Reicht noch nicht für den Umriss. Ich glaube, ich habe mein Haus aber auch schon am Anfang etwas zu breit gebaut. So wie ApoRed. Breit gebaut, Digga. Nämlich Herkules Kid. So. Alles schön abbauen. Ja, Leute, wie geht's euch so an diesem schönen Sonntag?
Ich hab morgen frei und ihr so? Da gehe ich mit 2 bzw. 3 Freunden nach Bonn shoppen. Nein, wir gehen nicht shoppen. Wir gehen rumgucken, wie so richtige Männer. Machen Bonn unsicher, Leute. Das sind einmal... Mit wem gehen wir? Genau, Leon. Der ist in meinen Kommentaren sehr aktiv. Das ist FIFA Gaming. So heißt er bei YouTube. Dann noch Paul, mit dem ich auch schon öfter was aufgenommen habe. Und ein anderer Paul. 2 weiße Wolle. 1 Schaf bräuchten wir noch. So. So, den Baum nehmen wir noch mit. Dann schauen wir mal, wie viel Eichenholz wir haben. 50. Ja. Och, wir haben sogar zu wenig Platz. Ups. So, alles klar. Läuft. Pilz brauchen wir nicht. Scheiße. Nein! Oh, geschafft. Was schmeißen wir raus? Komm, die Weizen können. Also, wollte die Kohle noch mitnehmen. Wir gehen mal wieder zurück zu meinem Haus. Wieder ein kleiner Ruckler sind irgendwie. Keine Ahnung, heute ein paar kleine Ruckler drin. Wo ist mein Haus? Da hinten irgendwo. Da ist eine Höhle. Das ist eine Höhle. Okay. Leute, ich wage einen tödlichen Sprung. Der kann voll schief. Das ist ja Lava. Der kann voll schief gehen, aber auch voll geil werden. Geronimo! Woo! Gute Sache, Leute. La 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 la. Ich würde sagen, den Weg spule ich euch auch vor. Wait, Leute. Teil des Tests hat jetzt mal gerade geendet. Was ist das denn für eine fette Höhle hier schon wieder? Hilfe. Fuck, ich muss die Folge eigentlich beenden. Jetzt sind wir in der Höhle. Ich kann sie ja nicht am schwanzigsten Punkt beenden. Alles klar, ist keine Höhle. Ja, dann würde ich sagen, Timelift wieder an und bis gleich bei mir zu Hause. So, wir sind wieder zu Hause und bevor ich die Folge beende, baue ich mal, würde ich sagen, an unserem Haus. Boah, was war das? An unserem Haus weiter. Muss ja auch irgendwann mal fertig werden, Leute. Ne? Muss ja was passieren in den Folgen. So, alles schön aufbrauchen. So. Das Deck ist aufgebraucht. Meine Nase juckt. Sorry. So, weiter geht's. Gute Sache. Das ist langweilig. Geht auch ein bisschen schneller. Mach gleich hier ein paar Hacks an, dann geht das hier schneller. Dann geht das hier richtig schnell. So. Oh, die Hex. So. So, perfekt. Die Höhe ungefähr passt, denke ich mal. So. So, erstmal bis hierhin, so ganz grob. Ich mache mir noch eine Tür und mit der Tür verabschiede ich mich, würde ich sagen. Weil dann haben wir wirklich viel geschafft in dieser Folge. Es wird auch schon dunkel. Dann würde ich sagen, Leute, und von dem Zeitpunkt an hat mein OBS leider nicht mehr aufgenommen. Deswegen mache ich das jetzt so. Es ist, glaube ich, schon jetzt 2 Tage her, seitdem ich das Video am Schneiden bin. Ja, heißt nicht, dass ich jetzt 2 Tage lang schon schneide, aber ich habe 2 Tage lang jetzt so schon ein bisschen hin und her geschnitten mal. Hin und wieder mal. Ja,
Dann sage ich es jetzt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir natürlich einen Daumen nach oben. Da würde mich natürlich sehr, 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 sehr freuen. Ja, falls ihr noch nicht Abonnent des Kanals seid, könnt ihr natürlich gerne kostenlos abonnieren. Der rote Button unten ist nicht schwer, Leute. Findet ihr bestimmt, oder? Okay. Falls ihr schon Abonnent des Kanals seid, könnt ihr natürlich auch die Glocke aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. So, das habe ich, glaube ich, alles gesagt. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Haut rein und ciao.